Ja, und heute Abend ist er hier. Bitte begrüßt mit einem ganz, ganz frenetischen Die Kunst, dein Ding zu machen Applaus. Die deutsche Nahkampfmaschine, Frank Stelter. Ich hab die Fäden in der Hand, beschreite meinen Weg und spreche jede Bahn. Beginne meine Reise nach Erfolg. Leider braucht man lieber. Ist die Stimmung beim Kampf auch so gut? Leider nicht. Leider nicht. Ja, ich bin ein bisschen geflasht, muss ich gerade sagen, weil ich habe es ein bisschen verglichen mit einem Kampf jetzt. Dachte, ja, jetzt gehen wir raus auf die Bühne, aber so bin ich leider noch nie empfangen worden. Aber sehr, sehr geil. Vielen Dank. Ja, Frank, du bist gestern Abend aus dem Trainingslager gekommen. Richtig. Erst extra einen Tag früher, um heute hier dabei zu sein. Richtig. Magst du dich nochmal, weil es ist ja wahrscheinlich nicht jeder im Ringen so voll drin, magst du nochmal kurz über dich sagen, deine Erfolge, wie lange bist du schon dabei? Weil du bist ja seit 25 Jahren der beste deutsche Ringer. Richtig, also mit 4 Jahren hat alles angefangen, mit einem glücklichen Zufall kann man sagen. Ich habe einen 2 Jahre älteren Bruder. Wir waren 2 sehr aktive Kinder und meine liebe Mama wollte mit uns ins Mutter-Kind-Turnen damals gehen. Und der Kurs war überbelegt und eine Etage drüber waren noch freie Plätze im Ringer Kindergarten in Moosberg. Und so hat dann alles mit 4 Jahren durch einen witzigen Zufall angefangen. Und ja, dann hat das Leben seinen Lauf genommen, habe dann schnell die Liebe dazu gefunden und die Leidenschaft. Konnte über die Jahre 7-mal Einzeldeutscher Meister werden, 4-mal Deutscher Mannschaftsmeister. Das letzte Mal, vor 2 Wochen Deutscher Meister. Richtig, wieder geworden, ganz frisch sogar, 7. Ganz Mal frisch Deutscher sogar. Meister vor 2 Wochen. Dankeschön. Geil. Ja, der Werdegang hat dann seinen Lauf genommen. Ich konnte es mit einem Europameistertitel, 2 Olympiateilnehmen und 2 Weltmeisterschaftstiteln dann krönen. Und bin sehr glücklich, heute hier zu sein bei dir. Ja. Schön, dass du da bist. Magst du mal erzählen, weil das hat ja heute Abend auch einen ganz bestimmten Sinn, es kommt ja gleich eine krasse Geschichte, wie unsere Zusammenarbeit begonnen hat. Und du hast mich ja irgendwann kontaktiert, was der Hintergedanke da war. Ja, 2015 konnte ich in Las Vegas es unmöglich schaffen und Weltmeister werden. Der ganz, ganz große Traum war aber die Medaille, die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro. Und dann habe ich überlegt, okay, ich bin Weltmeister, alles läuft super nach Plan, aber gerade wenn alles gut läuft, versuche ich, nicht nur wenn alles schlecht läuft, sondern gerade wenn es gut läuft, zu suchen, was kann ich nochmal verbessern? Und ich habe gesagt, okay, auf der mentalen Ebene kann ich vielleicht nochmal 1-2% rausholen. Hab dann recherchiert, wer da der beste Mann auf dem Gebiet ist, bin da auf dich gestoßen, dachte, ich bin einfach mal so dreist und schreib dich an, ob du mich als amtierender Weltmeister zu Olympia Gold nochmal mitführen konntest. Und so, du hast dann ja gesagt und unsere Zusammenarbeit hat begonnen. Und es ist, wir nehmen es vorweg, es ist eine ganz krasse Schicksalsgeschichte geworden, aus der wir haben aber heute Morgen, Frank ist schon die ganze Zeit auch beim Seminar hier mit im Raum, er hat darüber gesprochen, dass uns diese Schicksalsschläge ja so stark machen. Magst du mal aus deiner Sicht erzählen, also was auf dem Weg zu Rio passiert ist und was dann in Rio passiert ist? Also vielleicht vorab würde ich gerne, weil dann schließt sich der Kreis nachher, erzählen wir beide dann, ich war dann einen Tag bei dir und wir haben einen sehr, sehr intensiven Tag gearbeitet, haben an dem Traum, an dem Projekt Gold gearbeitet und wie sehr mir das im Nachhinein geholfen hat. Also ich habe ja gerade gesagt, ich habe 1-2% Leistungssteigerung mit daraus erhofft. Später sind es aber eher an die 20% geworden, was einfach unglaublich ist, wenn man schon Weltmeister ist. Und einmal die beiden Übungen haben wir heute auch hier schon miterlebt, das sind einmal diese Luftblasenübungen. Ich habe gelernt, eine absolute 100%ige Fokussierung auf eine Sache zu haben. Alles andere wird ausgeblendet, jede Negativemotion wird ausgeblendet. Ich umgib mich nur noch in meinem positiven Gedanken, nur noch mit dem Traum an Gold. Und da hast du mir eine ganz schöne Formulierung mitgegeben, weil ich habe immer gesagt, ich
möchte oder ich will Olympiasieger werden, hast du gesagt, ab jetzt, ich bin Olympiasieger. War ganz komisch für mich, weil ich sage, das klingt mal wieder sehr eingebildet, ich bin es ja noch nicht. Aber einfach fürs Unterbewusstsein habe ich ab diesem Moment gesagt, ich bin Olympiasieger. Und mit diesen Gedanken, mit dieser Blase um mich herum, habe ich so eine positive Aura für mich fassen können, wo ich gesagt habe, okay, das sieht gut aus, es wird der Weg werden. Der beflügelt mich so unglaublich. Die zweite große Baustelle war dann ja der Umgang mit der Angst, mit dem Versagen. Was ist, wenn? Was ist, wenn es nicht klappt? Und natürlich gerade im Leistungssport verfolgt einen das, aber auch im normalen Leben jeden Tag. Und da kamst du dann mit so einer Eisenstange um die Ecke. Und wie unser Freund hier vorher habe ich auch gedacht, oh, Adrian, was ist denn jetzt los, Adrian? Adrian noch hier? Ich hatte den gleichen Gedanken wie du, mein Freund. Dachte, jetzt dreht er doch. Eine Sache dazu zu sagen, die Stange von Frank war deutlich stärker. Das nimmt exponentiell irgendwann zu, wie groß der Widerstand wird. Also du hattest eine 12 mm Stange, eine 1,2 cm Stange. Und das war wirklich ein Schlüssel für dich, dieses Erlebnis, oder? Absolut. Ich denke, Adrian kann es hier bezeugen. Du hast mir gesagt, eine der schwächsten Stellen am menschlichen Körper, wenn man ja, wie er vorher auch reingedrückt hat, kein Knochen, kein Muskel direkt dahinter. Und du hast gesagt, wenn ich den absoluten Glaube behalte, ausgelöst aus den positiven Emotionen, dann schaffen wir das jetzt, mit der schwachsten Stelle ein Stück Eisen zu verbiegen. Und ich habe mich dann darauf eingelassen. Ich habe diesen Moment der Angst übergehen können, weitermachen, mich zwingen und hat es wirklich geklappt. Und was das ausgelöst hat, kam mir dann, wie gesagt, später noch viel extremer vor, weil keine Angst mehr zu haben und zu wissen, man kann alles schaffen, man ist unaufhaltbar, wenn man nur möchte und mit positiven Gedanken reingeht, ist einfach ein unglaubliches Gefühl. Jetzt gehen wir ja mal rein. Du bist nicht Olympiasieger geworden. Und jetzt wird die Geschichte eigentlich richtig spannend. Magst du uns mal erzählen, was dann passiert ist? Also du warst voll auf diesem Weg zum Unaufhaltbar und wir haben es heute schon gesagt, du kannst das Leben manchmal nicht beeinflussen. Richtig, manchmal nimmt das Schicksal einen sehr seltsamen, komischen Weg. Ich war in Form meines Lebens und in voller Hoffnung und gut aufgelegt und habe die ganzen Vorbereitungsturniere, habe 2 Grand Prix nochmal vor den Olympischen Spielen gewonnen. Mein Kopf war klar, mein Körper war in Weltklasseform und ich war bereit für Gold. Und dann kam die allerletzte Einheit, 8 Tage vor großen Tag X. Das war die Abschlusseinheit in Deutschland, im Trainingslager in Bayern waren wir nochmal der letzte Tag und wir haben 3 Trainingskämpfe gemacht. Und da kommt gleich die Emotion auch wieder hoch, weil es war wie verhext. Der erste Kampf lief super, klasse. Dann kam der zweite Kampf, auch überragende Leistung. Dritter Kampf lief auch super, bis der Bundestrainer auf die Uhr guckt und schreit, noch 10 Sekunden. In dem Moment rutsche ich auf so einem Schweißfleck aus, mein Gegner fällt mir rein, meine Außenbänder reißen, mein Syndesmoseband reißt, macht einen riesen Schlag und ich denke nur, fuck, das waren 4 Jahre Vorbereitung und in der letzten Sekunde, also ich kann es immer noch nicht richtig glauben, ist es dann passiert. Das war wirklich in der letzten Minute des Trainings, bevor du abgeflogen wärst nach Rio de Janeiro. Meine Nationalmannschaftsfreunde bezeugen es immer, weil wenn ich die Geschichte, die klingt so ja, Hollywood-reif, wer verlässt sich in der letzten Sekunde, aber leider ist es die Wahrheit. Magst du uns ganz kurz erklären für alle, die das nicht kennen, was ist das Syndesmoseband? Das Syndesmoseband, also das hält das Wadenbein mit dem Fußgelenk zusammen und es ist das wichtigste Stabilisationsgelenk, ein Band dazwischen. Gerade die Außenbänder und Innenbänder kann man unglaublich gut tapen und stabilisieren. Das Syndesmoseband nicht, weil bei jedem Schritt, wo man auftritt, spreizt den Knochen auseinander. Und das kann man nicht tapen, das kann man nicht spritzen. Und ja, aber diese Sache ist mir dann auch erst im Nachhinein bewusst geworden, weil jetzt schließt sich wieder der Kreis. In dem Moment, wo der Schlag da war... Darf ich ganz kurz rein? Und das ist auch der Grund, warum ich das so toll finde, dass du heute hier bist, weil die Story, die jetzt kommt, ist wirklich unglaublich und die hast du alleine gemacht. Also wenn ein Profifußballer ein Syndesmoseband gerissen hat, setzt er noch nicht mal einen Fuß auf den Trainingsplatz. Und Syndesmoseband ist wirklich heftig, weil am Ende schlabbert dein Fuß rum und hat keine Verbindung mehr zum Wadenbein. Was hast du gemacht, als dein Syndesmoseband gerissen war und deine Bänder noch dazu? Ja, es klingt verrückt, ja, weil wenn man jetzt auf die körperliche Gesundheit achtet, vielleicht kontraproduktiv, aber das hat mich auch bis heute, es war die richtige Entscheidung, sowas von null interessiert. Ich war so im Fokus drin und habe an diesen Glaube, diesen unerschütterlichen Glaube, dass ich das erreichen kann, auch diese Verletzung nicht drangelassen. Und ich war dann auch
gleich nach dem ersten Schock, die ersten paar Minuten, war ich dann auch ganz klar, habe gemerkt, mein ganzes Umfeld, Trainer, die sind alle ausgerastet, sind wir ins Krankenhaus gefahren. Nicht zu meinen Top-Ärzten, sondern in ein ganz normales Krankenhaus und dann wurde geröntgt und hochgelegt und der Arzt kam nur rein und hat gesagt, so, ja, 4 Monate Fuß hochlegen, gibst, dann passt es und so. Sag ich mal, was falsch verstanden? Ich muss in der Woche Olympiasieger werden oder ich werde in der Woche Olympiasieger. Dann hat er mich ausgelacht und hat er gleich, wie Ärzte sehen, hat er ein Formular geholt, dass ich unterschreiben muss, dass ich mich hier selbst entlasse und auf eigenes Risiko und alles und hat mich belehrt. Und ich habe dann gleich zu ihm gesagt, Entschuldigung, Sie haben was falsch verstanden. Ich habe Sie nie gefragt, ob es geht. Ich will von Ihnen wissen, wie es geht. Ja? Und dann sind wir nochmal zu 2 weiteren Ärzten, die haben die gleiche Bestätigung gebracht und dann war das eine ziemlich heftige Lage. Und auch der Bundestrainer hat dann gesagt, okay, habe ich schon gemerkt, habe mich auf die Seite genommen, das Gespräch geführt und wollte mir mitteilen, dass es so keinen Sinn hat und der Traum gestorben ist. Aber ich habe gleich ununterbrochen gesagt, du brauchst nicht zu Ende reden. Wenn der genommen wird, dann höre ich heute und jetzt auf. Ich lebe den Traum und ich fahre nach Rio. Und ja, was und für eine Einstellung. Was für eine Einstellung. Dankeschön. Und dann bist du in Rio an den Start gegangen? Ja, da kam nochmal ein anderes Problem. In meiner Sportart muss man leider viel abnehmen und ich musste 9 Kilo in 8 Tagen abnehmen. Ich mache das normalerweise mit 80% laufen, dick anziehen, Klamotten, schönen Dauerlauf, dann nochmal auf der Matte bewegen und dann in die Sauna. Ja, das ist ein Riesenproblem, ich konnte nicht mehr laufen. Ne? Daran habe ich bei der Aussage beim Arzt auch nicht dran gedacht. Wie habe ich das dann gemacht? Ich habe am Tag 3 Stunden auf dem Ergometer, natürlich nur mit leichter Stufe, dass die Beine nicht zugehen, was halt so ging, und noch mehrere Stunden in der Sauna und habe es irgendwie geschafft, in 8 Tagen 9 Kilo zu verlieren und bin in Rio an den Start gegangen und habe... Das klingt schon verrückt. Ja, und dann habe ich den ersten Kampf gegen einen Weltklasse-Mann aus Litauen noch ganz umstritten knapp gewinnen können. Im zweiten Kampf, wenn man Pech im Leben hat oder kein Glück, dann kommt meistens noch Pech dazu, kam ich gegen den späteren Olympiasieger und habe da hoch umstritten auch verloren, 4-3. Und du hast den ersten gewonnen. Ich habe den ersten gewonnen. Den zweiten verloren. Genau. Aber jetzt nochmal, um das klar zu machen. Beim Ringen geht es ja nur um Stabilität und du hast das Ganze gemacht mit einem gerissenen Syndesmoseband. Ja, also ich habe auf einem Fuß gekämpft in Rio, ja. Mehr ging nicht. Was ich sagen musste, weil mein Kopf... Und wir sprechen hier vom absoluten Weltklasse-Niveau. Also nicht irgendwie zweite Bundesliga, sondern... Und vor allem, was ja dazu kommt, du hast ja eine unglaubliche Medienaufmerksamkeit bekommen, weil du warst... War das davor bei Big Brother? Das war danach. Big Brother war danach. Aber das hat ja jeder verfolgt und es hat ja keiner gewusst, was du hast. Du hast das total verheimlicht. Und du warst, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, praktisch ganz kurz vorm Einzug im Halbfinale unter die besten 4 zu kommen, oder? Richtig. Und dann in der Hoffnungsrunde habe ich gegen einen Japaner, also das war der Einzug um die Bronzemedaille, das kleine Finale dann, habe ich dann wirklich geführt und ich glaube bei 8 Sekunden oder 9 Sekunden vor Schluss den Punkt abgegeben, weil der Fuß einfach weggeknickt ist und dann ja, ganz, ganz umstritten verloren, bin im Endeffekt 7. geworden und ja, mit ein bisschen Abstand, ich habe dann lange gebraucht, das zu verarbeiten, weil der Traum, wie gesagt, der war so, ich hab dann geglaubt, bis zum bitteren Ende und ich war halt die ganze Woche nicht auf der Matte, habe auch die Ärzte nur an mich rangelassen, was mich auch interessiert hat. Jeder, der kam und oh mein Gott, da, so, gleich weitergegangen. Sag, das geht nicht und ich muss es schaffen, ja. Und da kamen viele her. Also wirklich die letzten 5 Tage habe ich mich komplett abgeschottet. Selbst mit meiner Familie war es sehr schwer, weil es natürlich dann auch schwer ist, wenn jemand so leidet. Aber der Traum hat gelebt. Und ich bin so unglaublich froh, dass ich den Weg gegangen bin. Weil ich habe immer gesagt, man muss das Unmögliche versuchen, um das Mögliche zu schaffen. Und im Endeffekt konnte ich auf einem Bein 7. Olympiasieger werden. Das ist für mich mehr wert wie die eine oder andere Goldmedaille. Ja. Du hast das gerade schon gesagt, das ist mehr wert als ein regulärer Olympiasieg, das ist unfassbar. Also jeder, der im Profisport schon mal war und weiß, was gerissenes Syndesmoseband heißt, das geht eigentlich gar nicht, was du da gemacht hast. Magst du uns mal sagen, was hast du daraus gelernt und vielleicht, was sind die
drei besten Erfolgstipps, die du jedem hier im Raum mitgeben kannst, aus deiner Lebenserfahrung? Also erstmal war es für mich auch so schwer danach, weil, wie du es gerade davor gesagt hast, ich habe die Sache verheimlicht. Erstens, weil ich kein Mitleid wollte. So, oh, jetzt, guck mal, jetzt tut er schon im Vorfeld präventiv hier vorbeugen, dass er verliert. Und zweitens natürlich für die Gegner, wenn einer wusste, dass du da verletzt bist und dir reintrittst. Ja. Und deswegen habe ich es, wusste wirklich nur mein nächstes Umfeld, die Geschichte. Und wo ich dann ausgeschieden bin, wurde es publik. Und dann war es auch hart, die deutsche Erfolgsgesellschaft einfach kennenzulernen, weil es hat kein Schwein interessiert. Es war echt krass. Aber davor hätte man das ausgeschlachtet, dann, oh, Medien wunderbar, aber so, ja, da war es halt vorbei und die Sache hat sich erledigt gehabt. Und das war sehr, sehr schwierig. Was ich für mich gelernt habe, im weiteren Bezug auf die Zukunft, mein eigener Trainer zu sein, so im Innerlichen. Vielleicht hätte ich im Vorfeld, weil ich habe, es war schon gefährlich und alles war nass, wo ich mich verletzt habe und es hat sich angebahnt. Und jetzt in Zukunft, in anderen Trainingseinheiten, ist immer so ein Gradmesser, ganz, ganz eng. Nimmt man sich raus, weil man sich schont oder nimmt man sich raus, weil man den Weitblick hat, was ist jetzt noch richtig, was ist angebracht und wo ist es einfach nur noch gefährlich und für einen Höhepunkt braucht man es nicht. Und diese Erkenntnis nehme ich ganz stark mit und konnte dann auch, denke ich, für die Zukunft viel daraus gewinnen. Mhm. Magst du uns noch drei Tipps teilen mit allen hier im Raum? Deine drei größten Erfolgstipps, Erfolgsgeheimnisse, um sein Ding im Leben zu machen? Nummer eins, Wille schlägt jedes Talent. Der Wille ist der stärkste Muskel, den wir haben. Mhm. Und in unserer heutigen Gesellschaft wird Talent sowas von überbewertet. Ich habe das schon so oft erlebt, wo gerade überehrgeizige Eltern ihre Kinder sagen, größte Talent und wunderbar. Und so viel Trainingsweltmeister schon kennengelernt. Und die harte Arbeit, der Wille zum Erfolg, der kristallisiert sich erst mit der Lauf der Zeit raus. Erst wenn es hart wird, dann trennt sich die Spreu vom Weizen. Deswegen, Wille schlägt immer Talent. Punkt Nummer zwei ist der unerschütterliche Glaube an euch selbst. Wenn ihr einen Traum habt, wenn ihr ein Ziel habt, dann müsst ihr das auch beschützen und dürft ihr von niemand und irgendwas das kaputt machen lassen. Ja? Wie wir es schon hatten, es gibt sehr, sehr viele grunzende Schweine und wer sich nur mit diesem Umfeld umgibt, der zerstört sich selbst. Man muss sich da abgrenzen, man muss dieses positive Umfeld um sich herum schaffen und nie den Glaube an das Große und Ganze verlieren. Und der letzte Punkt, ja, so eine Metapher, nach der ich lebe, wer kämpft, kann verlieren, wer nicht kämpft, hat schon verloren und das ist auch im Leben genau das Gleiche wie im Sport. Schön, ja, so schön, cool. Du hast dann das Comeback sehr schnell wieder geschafft, du bist letztes Jahr wieder Weltmeister geworden. Du bist dieses Jahr Deutscher Meister geworden und du bist jetzt wie alt? Letzte Woche 29 geworden. 29. Und, das ist im Ringen schon ein Alter, weil das ein Sport ist, der natürlich auf den Körper geht. Und du hast dir jetzt nochmal aufgrund von Rio dieses unfassbare Ziel gesetzt, Gold 2020 in Peking ist es, oder? Tokio. Richtig. Mit ein bisschen Abstand habe ich dann auch versucht, das ist eine große Stärke, zu analysieren, was da schiefgelaufen ist und was kann man in der Zukunft anders machen und was hat das Schicksal mir damit sagen wollen. Und ich muss zugeben, ich habe lange gebraucht, um das zu verstehen. Jetzt im Nachhinein kann ich sagen, hätte ich die Medaille gemacht in Rio, dann hätte ich alles, was der Sport bietet, erreicht und ich hätte dann nicht gewusst, ob ich mich nochmal einen ganzen Olympiazyklus und nochmal 4 Jahre jeden Tag motivieren hätte können. Und jetzt hat das Schicksal mir gesagt, nein, es ist nicht Zeit aufzuhören. Es muss weitergehen und 2020 sind die Olympischen Spiele und Tokio, der Traum lebt und die Goldmedaille wird dann halt in Tokio fallen. Mann. Mit 31 dann. Wir werden das auf jeden Fall verfolgen, weil ist schon mal jemand Olympiasieger mit 31 geworden im Ringen? Kann ich mich jetzt nicht dran erinnern. Der letzte Olympiasieg ist, glaube ich, war in Barcelona. Also ist auch schon lange. Es war in 90. Mhm. Auch schon lange her. Wird mal wieder Zeit, höchste Zeit. Und deine Konkurrenten, Mitstreiter sind mittlerweile 22, 23, also auch deutlich jünger. Ja. Richtig. Ich komme jetzt gerade aus dem Trainingslager, haben Konditionstrainingslager gehabt auf Fuerteventura und da habe ich sie da gemerkt. Die jungen Wilden, wo wir 22, 23 nachkommen, wir machen 2 Belastungsblöcke am dritten, da konnte ich kaum meine Socken anziehen. Und die Jungs sind fit, die sind feiern gegangen am Abend. Ich sage, verdammt, ich werde alt. Ja, wobei, eine Sache, du hast die Erfahrung.
Du hast die Olympia-Erfahrung, das, was wir gesagt haben, du bist dein eigener Trainer, das ist das Allerwichtigste. Du musst nicht mehr alles mitmachen im Training. Auch wenn der Coach vielleicht mal sagt, mach mit, wenn du weißt, es wird zu viel, es geht nur um eins, dass du dich so hintrainierst, dass du in 2 Jahren in Tokio nochmal auf dem absoluten Leistungslimit bist und du kennst deinen Körper mittlerweile in- und auswendig, du hast die Erfahrungen und vor allem du hast die Misserfolge und sowas wie in dem letzten Training wird dir nie mehr passieren, dass du über deine Leistungsspitze drüber gehst und wenn du das einsetzt, dann wirst du eins merken, Erfahrung schlägt auch Talent. 100%. Ich glaube an dich. 100%. Tokio. Frank Stäbler. Seid geil. Das hier ist mein Leben, hab die Fäden in der Hand, beschreite meinen Weg, durchbreche jede Magst du noch ganz kurz, als letztes, wer deine Reise nach Tokio verfolgen will, wie kann man das machen? Also am besten ähnlich wie bei dir, wer meinen Weg nach Tokio verfolgen will, auf den Social Media Kanälen, Facebook Frank Stäbler minus offiziell und in Instagram Frank Stäbler ganz normal. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr den Weg mit mir geht und ich versuche euch nicht zu enttäuschen. Zeig dich nochmal. Sein aber Frank Stäbler, Olympia 2020. Gib ihm was Energie für Tokio! Gehe meine Grenzen, überwinde alle Hürden. Ich folge meinem Herzen, durchbreche jede Wand, beschreite meinen Weg, folge meinen Träumen und allem, was noch ansteht. Ich hab noch eine Überraschung für dich. Mach mir gerade noch ein Bild. Schau nach vorne, ich werd erleben, vieles bewegen, denn das, was noch vor mir ist. Aber ich hab noch was, Frank. Glaub mir nicht, dass du mir so hier wegkommst, ohne ein Erlebnis für dein episodisches. Hast du das Bild? Ja, wunderbar. Komm mal her, mein Lieber. Vertrauen ins Leben. Ich brauche euch. Wehe, du holst wieder so eine Eisenstange hoch. Nein. 2 Zentimeter Eisenstange heute. Nein, mach dir mal bitte hier eine Gasse. Lieber Frank, hast du dich schon mal tausenden von Menschen hingegeben und einen Stage-Dive gemacht? Mach dir hier mal eine Trasse. Und Frank, du wirst nachher, wenn wir fertig sind, du wirst oben am Foyer sein, wer noch mit dir reden will. Wer noch mit dir reden will, oben im Foyer ist, wenn wir fertig sind, ist der Frank für euch da, beantwortet eure Fragen, wenn du irgendwas von ihm lernen willst. Und wir machen jetzt Folgendes, weil ich hoffe jetzt nicht, dass du in der Angst bist. Hast du da irgendwas drin? Geldbeutel und so? Alles. Das gibt's dem Siggi, der Siggi bringt dir das dann. Und wir transportieren den Frank einmal per Stage Dive da ganz nach hinten und tragen ihn bildlich gesprochen nach Tokio, okay? Seid ihr bereit einmal? Ja, und du darfst da einmal richtig reinspringen, okay? Vorwärts, Männer vorwärts. Aber achtsam, fallen lassen, okay? 1, 2, 3 und here we go. Muskelmann! Benni. Ihr dürft ihn hinten absetzen!
lass die nicht fallen.